Mutter. Meiner Mutter, von meiner Schwester, von meiner Oma, von meinem Neffen. Ich habe auch Tattoos. Familienname und dann yes, halt Engel, die das Tattoos. Alles verbinden. Die sind halt alles tätowiert, ne? Also ich habe jetzt keine ohne Sinn Tattoos. Also jedes Tattoo hat eine Bedeutung. Das habe ich auch. Feier, das habe ich nach dem Gefängnis gemacht tragen. Damals. Das heißt Liberté auf Französisch, heißt Freiheit. Yeah. Also ich habe schon sehr früh angefangen. Ich habe mit 17 Jahren angefangen mit Tattoos. Moin. Und ich bereue auch keins bis heute nicht. Okay. Ja, das ist ja viel wert, weil so dieses Weglasern ist ja auch nicht so leicht. Jetzt sind wir aber ein bisschen abgeschweift. Ja. Eigentlich waren wir gerade so karrieremäßig an dem Punkt, wo du angefangen hast, Fuß zu fassen. Ja. Du warst bei Borussia Mönchengladbach. Richtig. Wie hast mit 17 du geht da Anschluss das, gefunden? Wie bist du ich habe doch mein erstes hat Tattoo halt mit 16. Angefangen, dass ich mit den Profis, mit ein paar Profis angefangen habe rumzuhängen. Und ja, die waren in den teuersten Läden. Dieser Mann im Rot ist ein absoluter Playboy. Mal essen, waren in den teuersten Clubs feiern und ich war halt immer dabei. Ne? Und natürlich hattest du dann Aufsehen und das im jungen Alter. Ich war der Jüngste von allen. Ja. Und, aber ich war der Einzige, der noch kein Profi war. Das Ding war halt, dass ich mich voll auf mein Talent verlassen habe. Wie viel Talent und wie viel Einsatz gehört dazu? Also was ist so das Wichtigere? Es gibt natürlich auch viele, die sind Talente und die liefern einfach ab. Ja. Aber das ist hauptsächlich, das ist halt so wie im Leben. Alles spielt sich im Kopf ab und wenn du Eigendisziplin hast, da bist du schon vielen voraus. Ne? Wenn du einfach mehr machst als die anderen, mehr als die anderen trainierst, achtest, worauf du isst, einen gesunden Schlafrhythmus hast. Ich meine, das Wichtigste am Ende des Tages ist sowieso die Gesundheit. Ne? Ja. Und man kann viele Sachen vorbeugen. Dafür muss man halt alles tun und da ist die Disziplin Gesundheit, im Leute, Kopf wirklich. Das Wichtigste. Und die hat dir damals gefehlt, habe ich jetzt schon so ein bisschen. Ey, Tim, benimm dich, sonst jobbe ich hier mal ein paar Bilder von dir. Ich war schon ein talentierter Fußballer, aber im Kopf war ich noch nicht professionell. Du hast gesagt, du hattest deinen Vertrag noch nicht. Genau. Hast du dann auch irgendwann mal die Chance bekommen, zu spielen und da zu sein? Ach so, nee, zu spielen nicht. Ich habe halt in der Nachwuchsrunde gespielt. Da spielen die Besten aus der A-Jugend, die Besten aus der U23 und ein paar von den Profis mit. Und da habe ich dann halt öfters mitgespielt. Und das war halt sowas, wo man sieht, weil der Trainer von den Profis dabei war. Und, man macht doch Übersteiger klar, und so, genügend obwohl Chancen man nie bekommen, macht. Ne? Und ich hatte auch gute Ansprechpartner. Disziplin da in ist ein schweres die Thema, den ganzen Pablo. Heute was siehst du als und, Disziplin? Das waren was damals du als meine Trainer und Verantwortlichen von kann man mir. Kannst du überschreiten? Einen nennen, der damals schon... Max Eberl. Echt? Ja, klar. Den kenne ja sogar ich. Ja. Der Max Eberl hat mir dann ganz klar und deutlich gesagt, dass ich ein Talent bin, aber nur von den Fußspitzen bis zum Hals, ne, und im Kopf Kreisliga bin. Und das ist halt Safe Call. Das, was ich gesagt habe, wo ich heute sage, damals hatte er recht. Was hast du damals gedacht, als er dir das gesagt hat? Ja, das war eine Respektsperson für mich. Ne? Ich habe denen halt nicht gesagt, irgendwie jetzt, du hast einen Vogel oder so, da hat mir mein Teil gedacht. Ich habe einfach gedacht, der Herr Eberl hat recht. Ich habe nicht alles dafür getan, um hier in der ersten Liga zu spielen. Und das ist zu Recht so. Und das habe ich damals akzeptiert. Okay, das heißt, irgendwann war das... Leute, ernst? Ich schwöre es euch. Ich hatte auch schon so extrem viel Glück, was Sachen Disziplin angibt. In meinem U16-Jahr hatte ich einen Trainer, der hat mir so eigentlich, so wenn das, wenn man das hört, Leute, ich bin manchmal einfach 15 Minuten vor Training gekommen. 15 Minuten vor Training mit Fahrrad. Normal geht das nicht. Normal geht das nicht. In Kabine umgezogen, raus aufs Platz. Aber normal geht das nicht so. Ich hatte da Trainer, die haben mich extrem unterstützt. Aber dann gab es auch Trainer, die mich mies rasiert haben. Mies. Mies. Ganz wild. Aber was ich auch immer dazu sagen, Fahrradunfall, oder? Tim, benimm dich. Jan, danke, dass du am Start bist. Tom, du auch, herzlich willkommen. Ich hatte immer Trainer, die dann ein bisschen nachvollziehen konnten, was ich auch für ein Typ bin. Ich glaube, es ist auch voll oder extrem wichtig, dass man weiß, wie man mit Menschen umgeht und wie viel unterschiedliche Charaktere es gibt. Es gibt Leute, mit manchen musst du so umgehen, mit manchen musst du gefühlvoller umgehen, mit manchen musst du härter umgehen. Ich glaube, es ist auch so extrem wichtig, dass ein Trainer auch Mensch ist, weil nicht alle sind gleich. Und ich glaube, wenn du da eine gesunde Mischung hast, unglaublich cool. Und was ich auch hatte, ich hatte ein brutal geiles Team. Wirklich. Ich bin zum Training gekommen und ich hatte Jungs in der Mannschaft, wo ich mir einfach denke, geil. Ich habe die Jungs öfters als meine Familie gesehen. Ich habe die Jungs öfters am Tag als meine Mutter gesehen. Ich hatte bis 15.30 Uhr Schule, bin dann ins Training gegangen und bin irgendwann um 8 oder 21 Uhr nach Hause gekommen. Meine Mutter hat mir noch mein Essen gemacht und dann bin ich auch schon schlafen gegangen. Quasi
haben meine Teamkollegen oder das Team es mir auch so erleichtert, dass ich sage, oh Mann, eigentlich will ich zu Hause sein und chillen. Nein, bei mir war es so, geil, ich bin mit den Jungs, wir gehen was essen. Ich saß, Leute, Real Talk, nach dem Training gab es Tage, wo wir einfach noch eine Stunde in der Kabine saßen und einfach Kacke gemacht haben. Wirklich sinnlose Kacke. Sinnlose Kacke. Ich war manchmal eine halbe Stunde duschen und das ist nicht auf sexuell angelehnt. Aber man redet über den Tag, man lacht. Glaubt mir, Leute, Jugendzeit im Fußball ist das Schönste, was es gibt. Wirklich. Man spielt noch unbekümmert, ohne dass es ein ganz großes Geschäft ist, weil umso höher man kommt, umso mehr geht es auch um Business. Ich hatte einen in der Mannschaft, ich nenne ihn nicht bei Namen, weil ich weiß nicht, ob er das will. Dieser Junge, er war verrückt. Er war verrückt. Er hat im Internat gelebt, ne Leute? Und ihr müsst euch vorstellen, der hatte eine Musikanlage. Und das Internat ist ein Riesengebäude. Und wirklich so auf der anderen Seite, ein komplett anderes Gebäude, war einfach ein Kindergarten. Und der Typ hat immer Haftbefehl gehört. Haftbefehl oder so extreme Deutschrap-Musik. Und der hatte die Anlage immer auf so laut, Leute. Da dachte ich mir, Hilfe. Eines Tages hat einfach der Kindergarten von drüben angerufen und hat gefragt, ob der Junge mal seine Musik leiser machen könnte. Ey, ich dachte mir, ey, wie laut knallt er sich die Musik rein, dass der Kindergarten von drüben das hört. Oder es gibt so Legendengeschichten. Wir hatten eine Trainingseinheit. Wir haben auf Ballbesitz gespielt mit zwei Teams, ne? Und dieser Junge, ihr müsst euch vorstellen, war ein Quadrat. Und dieser Junge stand einfach nur in der rechten Ecke. In der rechten Ecke. Und mein Team, wir waren Barca an den Tag. Klack, 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 schlack, schlack, schlack. Ey, ey, oh, oh, ey. Wisst ihr, wir waren locker drauf. Und es hat geregnet. Und seine Mitspieler waren so sauer auf ihn. Tim zum Beispiel, Rafa Killer, der hier im Chat ist, der war mit ihm im Team. Und die gehen nach dem Training zu ihm hin und sagen so, ey, was soll das? Warum hast du so trainiert? Die waren unnormal sauer. Seine Antwort war, es hat geregnet. Jungs, bei so einem Wetter muss man freestylen. Oh. Bei so einem Wetter muss man freestylen. Ich glaube nicht.